Lichtkraftmaschinen hat man die kleinen grünen Scheiben genannt, mit denen die Pflanzen Zucker und Mehl und Fett herstellen. Licht brauchen sie, um zu arbeiten. Des Nachts tun sie. Im Dunkeln können sie nicht arbeiten, also sucht jede grüne Pflanze Licht und stellt die Maschinen heraus in die Sonne. Wie würden wir vorgehen, wenn wir solche Maschinen hätten? Wir stellten sie in helle Räume mit Glasdächern. Eine neben die andere. Da aber der Sonnenstand wechselt, machen wir die Maschinen beweglich. Sie werden immer dem wandernden Licht nachgeschoben. Genauso macht es die Pflanze. Ihr Fabrikraum heißt Blatt. Die Laboratorien würden aber nebeneinander ungeheure Flächen bedecken, wie unsere Photovoltaik. Der Abtransport der Produkte wäre zeitraubend kostspielig. Wir würden sie also übereinander erbauen. Doch so, dass kein Saal dem anderen den Platz in der Sonne wegnimmt. Ein raffiniertes System müsste man ersinnen in der Blattanordnung, um das zu erreichen. Ich blicke auf das Blätterdach über mir und sehe, dass die Buchen ein raffiniertes System befolgen, damit jedes Blatt ans Licht kommen kann. Das Raffinierteste daran wäre, wenn man die einzelnen Arbeitssäle durch Gänge verbinden würde, in deren Röhren der flüssige Zucker gleich abfließen kann. Freilich müsste es ein Genie von Baumeister sein, der folgende Bauaufgabe lösen könnte. Es seien ihm 100.000 Säle mit Maschinen gegeben. Jeder Saal braucht in seiner ganzen Fläche Licht und einen Verbindungsgang. Alle sollen zusammenarbeiten. Nun erbaue man ein vielstöckiges Gebäude, einen Wolkenkratzer, der diesen Wunsch erfüllt. Da steht eine junge, kräftige Buche. Sie ist dieser Wolkenkratzer. Es ist nur ein kleinerer Baum ihrer Art, der bloß 100.000 Blätter hat. Die prächtige, kugelige Krone, in der sie sich anordnen, ist die Lösung der Aufgabe, wie man 100.000 Säle optimal belichtet. Die 100.000 Blattstiele, die an 10.000 kleinsten Zweigenden sitzen, die 1.000 Zweiglein, die von 100 Ästen ausgehen, die 10 Astgruppen, die sich viel verzweigt in dem einen Stamm zusammenfinden, das ist die meisterliche Art, wie man die Produkte von Millionen von Maschinen ohne Störung einheitlich ableiten und verteilen kann. Nur hat der Baum, der sein eigener Baumeister ist, eine Reihe von Baueigentümlichkeiten, die ihm kein Mensch nachmachen könnte. So zum Beispiel die Tatsache, dass jeder seiner Maschinensäle, also die Blätter, die beste Lichtlage, die durch den allgemeinen Aufbau dann doch nicht vollkommen gewährleistet werden kann, selbsttätig aufsucht. Der Blattstiel ist beweglich und dreht je nach der wechselnden Beleuchtung im Laufe des Tages das Blatt in die für die Arbeit vorteilhafteste Lage. Die Blätter netzen sich ab, so wie sich jede Maschine abnutzt. Aber auch die Lichtverhältnisse ändern sich im Laufe des Jahres. Die 100.000 Blätter der vollen Krone sind für das volle Licht der Mai- und Junitage berechnet. Da der Tag 16 und 17 Stunden währt. Im August und September hat sich das günstige Verhältnis gründlich geändert. Die Sonne geht um einige Stunden später auf und um einige früher unter. Die Maschinen können nicht mehr voll beschäftigt werden. Auch ist die allgemeine Lichtintensität gesunken und gewisse Blätter müssen jetzt in der Innenseite der Krone mit Halbdunkel Vorlieb nehmen. Da wird dann in dem Maße, in dem sich die Verhältnisse verschlechtern, der Betrieb eingeschränkt. Laubfall nennen das die Menschen. Er beginnt genau genommen an dem Johannistage jedes Jahres, also im Juni, als dem ersten Tag, an dem die Lichtmenge abnimmt. Und er beginnt mit 1 bis 2 Blättern im Tag an jedem vollbelaubten Baum und dauert so lange, bis der Betrieb eingestellt ist. Den letzten ganz großen Anstoß dazu gibt freilich nicht das sinkende Licht, sondern der drohende Wassermangel. Bodenfrost wird dem Betrieb das nötige Wasser rauben, daher wird Ende Oktober der Betrieb der Buchenblätter überhaupt aufgegeben. Was da gesagt ist, sind gröbste und allgemeine Richtlinien. Der Einzelheiten gibt es unendlich viele und alle sind sie von unglaublicher Art. Jede Baumart handelt da immer wieder anders. Die Sträucher haben ihre eigenen Lichtanpassungen, die Blätter der Waldkräuter. Die Waldkräuter haben wieder andere. Die Welt ist in solchen Dingen so unermesslich reich, dass der Menschengeist, der nun seit etwa 100 Jahren zielbewusst nach ihnen forscht, heute erst einen Bruchteil von ihnen kennt. Sicher werden noch Jahrhunderte vergehen, bevor er sagen kann, ich kenne die Natur. Heute ist ihm noch wahrlich kein Recht dazu gegeben. Dazu noch einige Zahlen. Ich glaube, die überspringe ich nur. Die eine Zahl ist interessant. 1922, es gibt 1,65 Milliarden Menschen. Hat sich ein bisschen verändert. Ihr wisst es alle, und wenn nicht von der Natur, so von der Schule her, dass die Blätter an den Zweigen und Stängeln nicht regellos stehen.
nicht reglos stehen. Auf jeder Wiese, da hier am Buchenwaldrand, seht ihr die eine oder andere nach Art des goldgelb blühenden Kreuzlabkrautes, dessen Blätter so regelmäßig nach Art eines Kreuzes einander gegenüberstehen, dass es auch dem flüchtigsten Blick auffallen muss. Hat man Zeit und Lust, auf solche Kleinigkeiten zu achten, und misst man viele Pflanzen darauf hin, wie sich hier an ihren Stängeln die gleiche Blattstellung wiederholt, findet man bald ein Gesetz. Bei der einen sind die Blätter um die Hälfte, bei der anderen um ein Drittel oder zwei Fünftel des ganzen Kreisumfanges des Stängels voneinander entfernt. Abgekürzt kann man sagen, sie haben ein Halb, ein Drittel, zwei Fünftel Blattstellung. Das gilt dann durchgängig für den ganzen Baum oder das ganze Kraut. Macht man das viel tausendmal, so kehrt eine besondere Hauptreihe von Blattstellungen immer wieder. Sie kennzeichnet das ganze Reich der Waldpflanzen und lautet: ein Halb, ein Drittel, zwei Drittel, drei Achtel, fünf Dreizehntel, acht Einundzwanzigstel, dreizehn Vierundzwanzigstel. Nun nehme man seine Mathematik zusammen und bringe das auf eine gemeinsame Formel, indem man die Summe dieser Kettenbrüche berechnet. Sie lautet dann, haben wir Mathematiker? 3 minus Wurzel von 5 durch 2. Das aber ist eine Formel, die seit Jahrtausenden den Menschen immer wieder entgegentrat und ihm so lange entgegentreten wird, bis er ihr endlich den gebührenden zentralen Platz in seinem Denken einräumt. Ist sie doch nichts anderes als jene höchste Form der Harmonie, die man in der Geometrie den goldenen Schnitt nennt. Nach ihm schufen die Griechen ihre Götterbilder, nach ihm sind die Pyramiden erbaut. Die großen Baumeister errichteten ihre Meisterwerke nach seinem Gesetz. In den Maschinen kehrt er wieder. Der goldene Schnitt ist ebenso gut die Grundlage der Schönheit des Menschenantlitzes wie des Sternenhimmels. Harmonie ist das Weltgesetz. Und nun schreitet es uns im Dämmern und Schweigen des Waldes entgegen. Sieht uns durchdringend und lächelnd an und der Blick sagt: ich bin das ewig Eine. Ich bin du selbst. Was du ewig werden willst, bin ich. Die Buchen rauschen, die Sonne vergoldet ihre Stämme, der Himmel steht blau und unbewegt, alles atmet Unvergänglichkeit. Langsam dreht sich das große Rad des Seins, der Seele aber ist's, als hätte sie Flügel und flöge hoch und feierlich nach Hause.